Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit dort? Ja, wenn ich heute denke, was ich für eine Erinnerung haben müsste an dieses zerbombte Ruhrgebiet, würde ich sagen, müsste ja furchtbar sein, aber ich habe gute Erinnerungen daran. Wir fanden das natürlich abenteuerlich, in den Ruinen zu spielen und diese ganzen Neubauten zu beobachten, aus denen man dann rausspringen konnte. Und es war ja eine Zeit, wo wir immer reicher wurden, wo es immer mehr gab, sozusagen. Während unsere Eltern noch den Schrecken des Krieges in sich trugen, haben sie sich bemüht, uns davon freizuhalten. Ich habe das als ein relativ freies Leben erlebt, wenn man etwas Abenteuer haben durfte. Ich hätte keine Abenteuer haben dürfen, wenn es nach meiner Mutter ging, weil mein Bruder gestorben ist. Und eine solche Mutter hat immer Angst um ihre nachfolgenden Kinder. Aber ich habe mich früh auf die Jungensseite geschlagen und habe alle diese Dinge mitgemacht. Also zum Beispiel gespielt in den. In den Bunkern unten drin, die unter den Häusern gewesen waren, wo die Leute, die als Luftschutzbunker genutzt hatten, da haben wir gespielt, da wussten wir genau, wir müssen immer eine Kerze mitnehmen, damit wir wissen, wann der Sauerstoff zu Ende geht. Also natürlich durften unsere Eltern das nicht wissen. Klingt nicht ganz Nein, ungefährlich. war auch sicher nicht ganz ungefährlich, ist auch öfters schief gegangen. Aber also ich habe Glück gehabt insofern. Was hat Ihr Vater denn über den Krieg erzählt? Dass nie wieder Krieg sein darf. Der ist vor dem Krieg schon Soldat gewesen. Da man die Zeiten waren ja damals lang, die Wehrdienst waren, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. So kam er auch nach Ostpreußen überhaupt. Und er hat dann in Russland einen Zeh abgefroren im Krieg und hat sich dann freiwillig gemeldet an die Afrikafront. Ist dorthin und hatte vorher aber einen Genesungsurlaub zu Hause. Und dabei hat er in irgendeinem Casino, er als einfacher Soldat mit seinen Kumpels feiern gehen und die Offiziere haben sie nicht reingelassen. Und dann haben die beschimpft, sie sollen sie da reinlassen. Und dann hat er einen Haftbefehl hinter sich hergehabt, wegen etwas, was man heute, glaube ich, Wehrkraftzersetzung nennen würde. Und sein Vorgesetzter in Russland hat ihn glücklicherweise immer eine Woche festgehalten, bis er dann nach Afrika kam, sodass dieser ihn nie erreicht hat, erst später in der Gefangenschaft. Er ist über Afrika dann abgeschossen worden, leicht verletzt und nach Kanada in englische Kriegsgefangenschaft gekommen. Das Beste, was ihm eigentlich passieren konnte. Und er hat immer wieder darüber berichtet, wie fair die Engländer, Kanadier und so sie behandelt haben. Und dass als Soldat einem ja nichts Besseres passieren konnte. Gleichzeitig hat meine Mutter zu Hause ein Kind, nämlich meinen Bruder, bekommen und verloren. An Diphtherie damals war ja an Impfung und so etwas nicht zu denken, obwohl es die schon gab. Also in gewisser Weise auch ein Kriegsopfer. An dem Tag, als der Krieg zu Ende war, ist er geboren, am 5. Mai 1945. Das heißt, er hat sein Kind nie kennengelernt, immer nur Briefe wahrscheinlich, Feldpostbriefe bekommen, Sohn geboren, Sohn gestorben. Er hat den nie gekannt und ist dann Weihnachten 1946 aus englischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden in dieses zerbombte Ruhrgebiet und 11 Monate später war ich da. Anfang der 50er Jahre kamen Sie dann in die Schule. Ja. Was für Bedingungen herrschten damals? Ja, es gab keine Schulen, es gab keine Lehrer. Die Lehrer waren, wie man so schön sagte, im Krieg geblieben. Das war also ein beschönigender Ausdruck, dass die da gefallen waren. Gab sehr wenige. Und die Schulen waren auch zerbombt, sodass wir zu 92 Kindern in die Klasse gingen. Und nachmittags waren in derselben Klasse nochmal 92 Kinder. Und die Lehrer, die es damals gab, muss ich nachträglich sehr bewundern. Die sind ja nun mit Gewalt aufgewachsen und haben auch natürlich narzisstisches Gedankengut beigebracht gekriegt. Aber ich weiß noch genau, wie unser Lehrer in der 2. Klasse kam und vorgelesen hat, einen Erlass des Kultusministers damals von Nordrhein-Westfalen, dass ab jetzt Jungs nicht mehr geschlagen werden dürfen in der Schule. Mädchen durften schon vorher nicht mehr geschlagen werden, haben das also umgesetzt. Und er hat, also bei 92 Kindern in der Klasse, sogar noch 3 Abende bei meinen Eltern verbracht, um ihnen zu erklären, dass dieses Kind aufs Gymnasium gehören würde. Und das haben die gar nicht eingesehen. Die stammten nicht aus so, also heute würde man sagen, aus bildungsfernen Schichten. Und hat die auch dann davon überzeugt, so dass ich auf ein Gymnasium gehen konnte. Das kostete damals auch noch Schulgeld, das musste sich eine Familie auch leisten können. Ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Kindern in der Klasse der das noch gemacht hat.
kann man sich heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, dass Lehrer das tun. Gerade nicht bei 92 Kindern in der Klasse. Gibt's ja gar nicht mehr. Das war dann also die Grundschulzeit. Erinnern Sie sich noch aus der Grundschulzeit in dieser Klasse mit 92 Kindern an bestimmte Begebenheiten? Ja, als erstes, dass wir alle Namen hatten, die aus den deutschen Heldensagen stammten. Bei den Nazis durfte man ja nicht alle Namen bekommen. Also wir waren alleine schon drei, die Ute hießen und immer nebeneinander saßen. Dann gab es neun Wolfgangs und Kriemhilds und Ottfrieds und sowas alles. Und der Lehrer bemühte sich immer, die auseinanderzusetzen, damit nicht immer die falschen Antworten, nämlich die, die die Antworten wissen. Das war nicht so einfach. Und dass am Anfang der Sportunterricht nur darin bestand, dass die Jungen Fußball spielten, was mich schon als Mädchen empört hat, dass wir sozusagen keinen anständigen Sportunterricht kriegen. Und erst in der vierten Klasse ging es dann um diese Bundesjugendspiele. Da gab es also Punkte für die Klasse, da ging es um Konkurrenz. Die Jungs hatten so blaue Karten und wir hatten so rosa Karten. Jetzt stellte sich plötzlich raus, dass von uns Mädchen manche ganz klasse waren im Sport, also ich zum Beispiel. Dass wir viele Punkte kriegen, plötzlich kriegen wir dann Sportunterricht, damit die Klasse mit den Punkten der Mädchen gut dasteht. Und tatsächlich konnte ich dann einige Jahre später auch zur Jugend trainiert für Olympia nach Berlin fahren und so. Also damals zum massenhaft kalten Kriegszeiten 1961. Mhm. Also an die beiden Dinge erinnere ich mich. Und dass Polio-Schluckimpfungen gemacht worden mit Hunderten, vielleicht 1000 Kindern auf dem Schulhof, alle in einer Schlange, und wir dies alle bekommen haben. Also dass Impfung damals als man was Wichtiges empfand, weil die Eltern und Lehrer und so weiter ja noch den Schrecken dieser Krankheiten kannten. Und in jeder Klasse war auch ein Kind mit Polio. In jeder Klasse war ein Kind, was so eine Schiene am Bein hat oder was man dann im Krankenhaus nur durch die Glaswand begrüßen durfte und so weiter. Also für uns, für diese Generation, ab 1953 gab es erst Antibiotika für die Zivilbevölkerung. Wo die Krankheiten eben noch einen Schrecken hatten, hatten die Impfungen auch ihren Wert.